können starten. Dass Sie gekommen sind zu unserer Autorenlesung hier in der Biedekheimer Bücherstube mit Inge Köhler-Jung. Und vielen Dank, dass du heute wieder da bist, liebe Inge. Wie Dr. Scheidweiler schon sagte, möchte ich heute mein neues Buch vorstellen, Das Ticken der Atomuhr. In dem Buch geht es um zwei Handlungsstränge im Prinzip. Es ist einmal dieser ganz menschliche, also wo es wirklich um eine Geschichte geht, um den Hauptprotagonisten, den Pitt, der eben auf der ganz menschlichen Ebene hier sein persönliches Drama eigentlich erlebt. Und auf der anderen Seite natürlich um die Energiewende, die ich da so mit reinfließen lasse. Das spielt hier in Süddeutschland. Man wird es vielleicht auch gleich erkennen in einer kleinen Stadt, wie es hier so, was ich es vorstellen kann. Und ich hatte tatsächlich auch wirklich Bietigheim im Kopf, als ich es geschrieben habe, einfach bei uns im Raum, da wir ja auch in der Karwestheim die Atomkraftwerke und unser Windrad und natürlich auch das Kohlekraftwerk hier vor der Haustür haben und habe mir überlegt, wie ich das denn verpacken kann. Diese kleine Stadt, Angelheim nenne ich sie, die ist natürlich fiktiv und erfunden, die einfach von dieser Katastrophe heimgesucht wird, hier das Fracking stattfinden soll. Es ist natürlich relativ schwierig, aus einem Thriller was rauszulesen. Ich möchte ja nicht allzu viel verraten, aber möchte sie natürlich schon neugierig machen. Ihr Oberbürgermeister, Klaus Klenk, hat sichtlich Mühe, die Kontenance zu wahren. Fahrig reibt er sich mit einem Stofftaschentuch über die schweißbedeckte Stirn. Er sitzt mit anderen Gemeinderatsmitgliedern und dem Bürgermeister auf der aufgebauten Bühne oben. Schwach sind noch andere Herren zu erahnen, die Pitt aber weder bekannt vorkommen, noch kann er sie deutlich sehen. Ich kann Ihnen allen nur versichern, dass wir alles in die Wege leiten, damit das nicht passieren wird, sagt der Oberbürgermeister gerade mit Nachdruck. Ein Herr mit dicker Brille und rotem Kopf muss eben eine Frage gestellt haben, denn er schüttelt diesen nun vehement und deutet einen Vogel an. Pitt hört konzentriert zu, denn schließlich geht es darum, was gegen die Genehmigung für einen Gaskonzern getan werden kann, der den umstrittenen Abbau von Erdgas, kurz Fracking genannt, in ihrer Nähe erhalten hat. Mit einem vermeintlichen Geniestreich ließ der Konzern über bezahlte Mittelsmänner Land kaufen, dann kauften es verschiedene Energieversorger auf, um es schließlich dem Gaskonzern EC Gas zu verkaufen. In ihrem beschaulichen Städtchen waren sie nie gewohnt gewesen, organisiert zu protestieren, aber nun regt sich etwas, das man beinahe schon als verzweifelten Widerstand bezeichnen muss. S21 in der Landeshauptstadt gibt es auch. Ob es hier so werden soll? Ein zweites Schlachtfeld von Bürgerinitiativen und Polizei. Ich frage Sie noch einmal. Was genau gedenken Sie zu tun? Sie sind von uns direkt gewählt, also reagieren Sie. Wir sollen verpestet und abgefackelt werden. Von den Krebsstatistiken will ich hier gar nicht anfangen. Es sind viele junge Eltern im Saal. Ich fordere Sie auf, setzen Sie diesem Beschluss etwas entgegen. Wir lassen uns nicht Gesundheit und Zukunft nehmen. Das sind seine letzten Worte. Dann bricht der Tumult ungehemmt los. Pitt ist ganz arg eng mit dieser Familie, den Gersthoffs, verbunden. Und im Lauf des Buches möchte ich halt, oder ist mir sehr wichtig aufzuzeigen, wie er selber in diesen Strudel gerät und sehr viele Zweifel dann aufkommen. Die Beamtin hat sich vor allem nach dir erkundigt und immer wieder davon angefangen, dass ihr zwei allein wart, als ich seine Spur verliert. Was war los, Pitt? Hattet ihr Streit? Ist etwas zwischen euch vorgefallen? Elke schaut ihn eindringlich und fast wie im Fieber an. Jegliches Gespräch im Raum verstummt, selbst beide Kinder mustern ihn. Alle Augenpaare sind auf ihn gerichtet. Also nun geht es langsam so los, dass jeder ihm misstraut. Also ich lese jetzt hier mehr aus Pitts eigener Geschichte, wie aus diesem Fracking-Teil, da das einfach schwierig ist, zumal die sehr, sehr verwoben miteinander sind und ich natürlich auch nicht allzu viel verraten möchte.